Hallo, heute möchte ich euch mal zeigen, wie man ein Wurfnetz ganz einfach wirft. Es gibt sehr viele schwierige Anleitungen und darum eine ganz leichte Anleitung. Immer durch die Schlaufe zuerst in der rechten Hand, wenn man Rechtshänder ist. Das ganze Seil im Prinzip aufwickeln. Wichtig ist, dass die Schlaufen ungefähr gleich lang sind. Im Schluss das Netz hier nehmen, dafür haben wir noch einen kleinen Fisch übersehen vom letzten Mal. Solche Schlaufen, dann das Netz einfach oben nehmen, genau so, wie es so ist. Greift ihr das oben, geht einmal hier runter, einfach eine komplette Schlaufe machen. Und jetzt nehmt ihr einfach mit der rechten Hand ein Teil von der rechten Seite, was runterhängt, klemmt es bei dem Daumen ein. Mit der linken Hand greift ihr das Netz hier so und dann einfach mit Schwung hochwerfen. So, und so fängt man zumindest ein paar Köderfische mit jedem Wurf. Geht relativ leicht und relativ schnell. Danke fürs Zuschauen.